Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Revelio. Lass uns mal schauen. Wird es bestimmt Gegner geben. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Schauen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, gibt es auch keinen anderen Weg. So, bist du drin? Ja. Das wäre lustig gewesen. Was ist mit dem Licht los? Ich fasse es nicht. Wir sind Revelio und Koboldmine. Ja, Amit, sind wir. Was passiert? Ah, cool. Danke dafür. Müssen wir da durch? Oh, eventuell. Ich weiß es nicht. Nee. Revelio. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Also da geht's auf jeden Fall weiter. Kommt man da hoch? Nein, da kommt man nicht hoch. So. Schaffst du das? Wir machen lieber so. Ja, da sind auch schon die Gegner. Wir müssen aufpassen. Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde uns so wohlgesonnen sind wie Lodgok. Wie hast du es denn so mit dem Kämpfen, sag mal? Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Wo sind die Pläne abgeblieben? Gerade eben hatte ich sie noch in der Hand. Wir werden beobachtet von einer Tür. Ja gut, der eine wird uns auf jeden Fall sehen. Insofern. Nein, verlangsam. Das war falsch. Hä? Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Ja, gleichwohl durch die Tür. Wir kommen nicht durch, solange dieses Auge uns... Das war nicht meine Absicht. Okay. Ich benutze Desillusionierung. Dann sieht das Auge nichts mehr. Gleich. Oh, ich dachte, das wäre hierfür. Ehrlich gesagt. Aber es macht nicht wirklich etwas. Schade. Wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Revelio. So sieht's aus. Hallo? Okay, das ist ein bisschen weird. Ach, da stand's doch gerade.
Also manchmal. Ich will auch keine Tränke tragen. Ich würde gerne die Tür aufmachen. Das ist sehr merkwürdig. Na, jetzt sieht es uns auf jeden Fall. Ich bin gut im Herumschleichen. Glaub mir. Nein, war es kurz. Okay, das ist dumm. Man sich dann den Punkt rausfriemeln muss. Von einer Tür. Warum geht das nicht? Sehr komisch. Sendo vielleicht? Sendo. Nein, okay. Dann ist es mir auch egal. Revelio. Obwohl ich da oben schon gerne hin möchte. Okay, jetzt passiert etwas. Vielleicht kann ich das jetzt benutzen. Ah. So nämlich, sehr gut. Amit? Oh, okay. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Hier zum Beispiel? Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Revelio. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Nee, hatte ich auch nicht vor. Okay. Ich bin leise. Ist da jemand? Du wirst bereuen, hier zu sein. Oder du. In Waffen ein Gegner? Gut. Revelio. Hier sind noch Pläne. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Hm.
bestimmt nichts Gutes. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Ich will schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Oh. Pizza, so groß wie Salatköpfe. Das sind ganz schön viele. Egal. Machen die Duellleistung dann wann anders. Ist jetzt nicht so schlimm. Schlimmeres überstanden. Ganz ruhig. Ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Revelio. Okay. Ich weiß nicht, was das tut. Ah. Hier. Geht das nie jetzt hin? Teufelsschlinge. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Wir dürfen uns nicht darin verfangen. Okay. Nein. Revelio. Lumos. Lumos. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass es hier weitergeht. Moment. Das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, das ist ja wieder so ein kleiner Geheimgang. Oh. Natürlich. Revelio. Revelio. Bin gleich wieder da. Keine Ahnung, wo Amit ist. Wüsste ich, wo der jetzt festhängt. Ah, okay, hier geht's tatsächlich nicht weiter. Amit ist weg.
Er wird schon irgendwann wiederkommen. Ja, ja, ja. Ende den Kampf zügig. Dann wohl eher nicht durchschleichen. Scheiße. Ich muss mich verlangsamen. Oh. Oh, Amit ist auch da. Oh, Amit, pass auf. Ach, Typ, komm. Wie viele gibt es denn hier noch? Das waren sicher die letzten, Amit. Okay. Geschafft. Tja, ich denke mal, bei dem einen Weg kommen wir raus. War an der Seite wahrscheinlich, oder? Was macht das? Was macht das? Oh. Oh. Ah. Der Fahrstuhl. Wahrscheinlich für nachher. Muss ich doch mal gucken, wo das hinführt. Ah ja. Sehr gut. So, hier kannst du jetzt mal schauen. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Ludgog Bericht. Riesige Bohrer. Aber wozu? Du bist ein bisschen im Weg.
erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, alles dass noch. Du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen ihre Pläne und können verschwinden. Da ist aber noch irgendwie eine Kiste. Ah. Alohomora. So, alles mitgenommen. Ach so. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Na komm. Runter mit dir. Danke, Amit, für deine Hilfe. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Natürlich. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Schreib es in deine Memoiren. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Renrock muss nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Renrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Fakes Frau. Er hat mir von ihrer Forschung erzählt und ich weiß vom Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte.
Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist. Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lord Gok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Brackbaus Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbaur irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Na gut, Lord Gok. Sehr interessant. Jetzt kommt auch langsam die Frau von Professor Fick ins Spiel. Nicht mehr viel Zeit, deshalb muss ich mal schauen. Nur noch ein paar Minuten, was ich in der Zeit mache. Mal gut hier das Gewölbe noch mitnehmen. Nein, du sollst auch... Oh Gott. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt hier. Wo ist denn der Würfel? Wo ist der Würfel, den wir brauchen? Da hinten. Na super. Das mit dem Werfen, das hat irgendwie noch nie geklappt. Oh, der ist aber stark. Da ist gerade was aufgetaucht. Das ist wieder ein Knieselbau. Sehr merkwürdig mit dem D-Recall. Wingardium Leviosa. So.
sieht interessant aus. Ja, wahrscheinlich aber wieder ein Ausrüstungsgegenstand, den ich dann nur verkaufen werde. Ja, okay. Revelio. Ach so, verstehe. Ich muss wieder eine Treppe bauen. Wunderbar. So, noch mehr Kniesel. Brauche ich noch mehr Kniesel? Moment. Eigentlich... Ja doch, ich bräuchte halt schon da wahrscheinlich mehr Knieselhaare auf jeden Fall. Also wir gehen jetzt einmal hier hin. Dann vielleicht noch bis hier oben das bisschen erkunden. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich an dem Punkt dann zu Ende ist. Erstmal mit der Karte. Das kann gut sein.